Ich hatte auch viele Medikamente gelesen, angelesen. Ich wusste, dass Tavor eben nicht gewirkt hatte. Und dann war ich beim Arzt und habe gesagt, so, ja, habe ich zugegeben, dass ich eben Tavor in höherer Dosierung genommen hätte. Und dann sagte der auch so, ja, Tavor, ach, nee, Sie sind ja jung und kräftig. Das wirkt nur in sehr hohen Dosen, kann das tödlich wirken, nicht? Weil das dann auf den Herzmuskel wirkt. So viele haben Sie ja nicht genommen. Ne? Ich sage, nee, und sowas. Ne? Dann sagte er, also dieses Tavor wäre wohl nicht so gut geeignet gewesen. Und ich sage, scheiße. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, ich könne immer noch nicht schlafen. Und dann habe ich direkt ihn gefragt, den Arzt, nach Rohypnol. Dann sagt er so, guckt er mich an und lacht, ob ich ein Problem hätte mit Kokain oder Heroin. Ich sage, nee, noch nicht. Und dann sagt er, seien Sie froh, Rohypnol wird wohl nur eingesetzt bei Schwerstabhängigen, wenn die auf Entzug sind, um die ruhig zu stellen, um die absolut ruhig zu stellen. Nicht? Rohypnol ist ein sehr spezielles Medikament, das würde so gar nicht verschrieben, sagt er. Ne? Ich sage, ja, das müsste ich aber haben. Ich weiß noch, dann sagt er so, ob ich nicht alle Latten am Zaun hätte. Ne? Hat er mich aus der Praxis geschmissen, hat er gesagt. Ich verschreibe ihm keinen Rohypnol. Ja. Dann habe ich aber einen Arzt gefunden. Ich bin einfach wieder von Arzt zu Arzt gerannt und sowas. Und das war so ein Arzt, so stellst du dir einen Arzt vor. Der war kurz vor der Pension, weißer Kittel, weiße Haare, was weiß ich, so um die 68 oder sowas. So ein richtig lieber Doktor. Und dem habe ich mein ganzes Wissen so um die Ohren geknallt, dass das nicht wirkt und das nicht wirkt. Und hier, mir ging es so schlecht und sowas. Und dann sagte er selbst, ja wirklich, das wirkt alles. Das könne sich ja kaum vorstellen. Da gäbe es ja fast auf dem Markt, auf dem freien Markt, so nach dem Motto, gäbe es ja nur noch Rohypnol. Und ich sage, sehen Sie, Herr Doktor? Genau. Und dann sagt er, nein, das könne er mir nicht verschreiben. Nein, hätte er auch noch nie verschrieben. Und dann habe ich wahrscheinlich so eine Betroffenheitsfresse aufgelegt, irgendwas erzählt, ja, dann muss ich halt weiterleiden. Und es ist ja auch verständlich, wenn er mir das nicht verschreiben könnte und sowas. Nicht. Guckt er mich nochmal an, so durch seine Brille, nimmt seinen Privatrezeptblock und schreibt mir auf Rohypnol und reicht mir das Medikament, also den Zettel so rüber. Und ich wollte es gerade nehmen, nimmt er den wieder weg und er sagte so, wir sehen uns nächste Woche wieder, haben Sie mich verstanden? Und ich sage, klar, Herr Doktor, auf jeden Fall. Und ich bin auch nächste Woche wieder hingegangen. Aber ich sage dir eins, ich bin dann raus aus der Praxis mit diesem Rezept, auf Privatrezept, und da stand drauf Rohypnol. Und das war nur circa eine Woche oder vielleicht maximal 10 Tage, nachdem ich angefangen hatte, danach zu recherchieren. Boah, ich kam mir wieder so richtig geil vor. Ich dachte so, boah, was ich noch alles zustande bringe. Wenn ich etwas wirklich will, dann kriege ich das. Ne? Das war wieder ein geiles Gefühl. Und dieser Zettel hatte für mich den Wert eines, wie gesagt, ich wollte kein Geld, keine Karriere und auch kein Gold und gar nichts. Ich wollte in diesem Moment nur noch dieses Rezept. Und da stand dann drauf Rohypnol. Wow, das war für mich wie 1 Million Mark, ich weiß es nicht. Nur noch das zählte für mich. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich ja gesehen, auf dem Zettel stand 20er Packung. Und dachte so, ach du Scheiße, ein 20, das reicht ja auch wieder nicht. Ne? Erinnerte mich, dass in dem Buch eine höhere Dosis als letale Dosis angegeben war. Ich sagte, das reicht nicht. Was mache ich jetzt? Und dann Geistesblitz. Ich wohnte ja direkt in der Uni. Und bei mir in der nächsten Straße, da war ein Copyshop. Und die hatten immer die tollsten und neuesten Kopiergeräte am Start, weil die auch viel für die Universität machten, für Professoren und so. Ne? Und dachte ich so, jetzt gehst du mal hin. Also auch ein Farbkopierer. Da bin ich mit dem Rezept dahin, habe das auf den Kopierer gelegt, Enter. Und dann kam eine Kopie raus. Boah, dachte ich, das kann nicht sein. Ausgeschnitten mit so einem Gerät, mit so einem Schneidegerät, Originalfälschung, also Original und Kopie, konntest du nicht unterscheiden, weil dieses Rezept hatte er mit blauem Kuli unterschrieben. Und je nachdem, wie man das so ins Licht hielt, glitzerte der Kuli so. Und auch auf der Kopie glitzerte dieser, durch diesen hellen Abtaststrahl, glitzerte das so stark. Und
Die Werbung stimmte, denn in einem Copyshop hing eine Werbung von diesem Hersteller. Das war Canon. Und das war wohl ein Farbkopierer, die neueste Generation. Und da war ein Polizist, der hatte in der rechten Hand so Geldscheine. Und links guckte der mit seinem Päp-Auge durch so eine Lupe, ne, auf so einen Geldschein. Und drunter stand, Canon Farbkopierer besser als Polizeiaugen. Und das stimmte wirklich. Die Kopie konntest du vom Original nicht unterscheiden. Dann dachte ich so, boah, du bist ja der Geilste. Bin ich nach Hause, das Original habe ich schön in so eine Klarsichthülle getan, damit das bloß nicht geknickt wird. Und dann bin ich mit der Kopie in die Stadt. Ich sag so, mal sehen, was passiert. Bin ich in die Apotheke ran. Rohypnol, das wird nicht jeden Tag verschrieben. Und dann, Apotheke war recht voll, so große Apotheke mit so einem halbrunden Tresen. Und dann winkte mich so jemand ran, so ein junger Schnösel, ne, wahrscheinlich so gerade Pharmaziestudium fertig, und legte ihm das dahin. Er guckt drauf, guckt mich an und geht nach hinten. Dass Rohypnol nicht vorne liegt bei Scheißeritis und Rachenputzen oder was weiß ich, Halsschmerztabletten, war klar, nicht? Und da kriegte ich jetzt Panik. Ich sag's, ach du Scheiße, der das kapiert, dass das eine Kopie ist. Der da sofort gemuckert ist, schon bei seinem Chef und sagt, hier, ruf die Polizei, ist ja Urkundenfälschung, nicht? Und ich merkte richtig, wie mir heiß wurde, so die Angst hochkam und ich diffundierte schon so Richtung Ausgang, ne? Da waren dann noch, weiß ich, so vorne Vitamintabletten. Wollte schon wirklich an der Türklinke ziehen, kommt er von hinten mit einer Schachtel. Geht da wieder hin, guckt mich an. Legt mir das Ding hin und so und stempelte das Rezept ab. Das wird ja entwertet. Ne? Stempelte das ab. Meinte, Sie wissen, wie Sie es zu nehmen haben. Und ich so, ja klar und sowas. Ne? Und musste da, weil das Privatrezept war, ja bar bezahlen. Und das war zu meinem Erstaunen, das war gar nicht so teuer. 18 irgendwas, 18,50 oder sowas. Ne? Ich hätte mit mehr Geld gerechnet. Ne? Dann bin ich rausgenommen und sowas. Wirklich so 20 Meter um die Ecke in die nächste Einkaufsstraße da, in so eine Türnische rein und guckte. Und guckte das an, du hast wirklich Rohypnol gekriegt. Boah, wie hammermäßig geil, wie hammermäßig geil. Und dachte so, nee, aber jetzt hast du ja 20, das reicht nicht aus. Dann bin ich am Nachmittag wieder in den Copyshop, habe ich noch 3 Kopien gemacht. Genau gleich wie vorher ausgeschnitten. Bin zu 3 Apotheken gegangen in der Innenstadt, auch größere. Und dann hatte ich abends um 6 Uhr, hatte ich 4 Schachteln Rohypnol auf dem Tisch. 80 Tabletten. Ich konnte es kaum glauben, ich konnte mein Glück nicht fassen. Ärgerte mich aber, dass ich das jetzt erst so recherchiert hatte und nicht vorher, nicht? Diese ganze peinliche Nummer da in der Schweiz, nicht? Aber ich hatte 80 Rohypnol. Dachte ich so, geil. Gut, wenn Rohypnol auch so toll ist, das musst du doch mal probieren. Und dann habe ich die Packung aufgemacht und die sahen auch anders aus, ne? Die sahen so viel dynamischer aus. Das waren so rautenförmige Dinger, in der Mitte noch so eine Kerbe drin, so eine rausgedrückt. Die sahen irgendwie auch moderner und cooler aus. Und dachte, ja, komm, kleiner Selbsttest und sowas. Dann habe ich mal 5 Rohypnol genommen und 2 Bierchen getrunken und so. Boah, Alter, ich sag dir, Rohypnol ist ein Schlag in die Fresse. Das ist kein Vergleich zu diesem Tavor. Das haut dir so in die Fresse, das knockt dich aus. 5 Tabletten, du, da war ich aber von Nachmittags bis nächsten Mittag war ich weg. Weg, einfach weg. Geiles Gefühl war das. Und ich weiß nicht, ich hatte keine Eile, einen neuen Suizidversuch zu machen. Ich wusste auch nicht, wann, wo, wie und sowas. Ich hätte das vielleicht das Potenzial gehabt oder so, aber dann fing dieses Verarbeiten auch erst an, was dir alles passiert ist. Ich war ja mit meinen Gedanken alleine so, wo bist du gelandet und so weiter und so fort. Und wenn das zu unerträglich war, dann habe ich halt immer abends so ein paar Bierchen getrunken, so 5, 8 Rohypnol genommen. Und dann war 24 Stunden Ruhe, verstehst du? Und das Tolle, muss ich leider so sagen, bei diesen Tabletten war, wenn du aufgewacht bist, die nächsten 1, 2 Tage, da war kein Gedankenkreisen. Du hast aufgehört zu denken. Dein Gehirn war festgefroren. Wenn du aufgewacht bist, hast du aus dem Fenster rausgeschaut oder an die Decke oder links an deiner, da hatte ich so eine Holzwand, da waren so Paneele, da hast du die Paneele gezählt und sowas. Aber du hast an nichts anderes mehr gedacht. Das war der totale Frieden im Kopf. Das war herrlich. Das war dann nicht wichtig, was war übermorgen oder wo sind deine Freunde oder wie geht's mit deinem Leben weiter. Nein, das zählte nicht, das war scheißegal. Es zählte nur noch diese absolute Ruhe im Kopf. Und dann in den nächsten Tagen, wo ich sie nicht genommen habe, diese Rohypnol,
hatte ich so intensive Träume, wie ich sie noch nie vorher hatte. Also das muss von den Tabletten kommen. Und zwar heute würde ich sagen, also wenn du einen Albtraum hast, nicht, dann kannst du dich ja vielleicht an einige Bilder erinnern, auch an sehr emotionale Bilder, die dich ja dann aufwachen lassen aus Schrecken oder so. Und Rohypnol, das sind Träume, heute würde ich sagen, das sind Träume in Full HD. Du kannst im Traum riechen, schmecken, fühlen und du hast so fantastische Träume. Allein deswegen hat sich das schon gelohnt, diese Tabletten zu nehmen. Also ich kann mich erinnern, ich war einmal im Wald, in einem sommerlichen Wald auf einer Bank und ich konnte diesen Waldboden riechen, diese Erde, ich konnte sie riechen. Und es wehte so ein Wind und ich spürte wirklich, wie der Wind durch meine Haare geht. So intensiv waren diese Träume. Oh, irre. Oder es gab auch Träume, die auch sehr angsterfüllt waren. Also ein Traum, da erinnere ich mich noch heute dran, sowas Krankes. Ich bin auf meinem Bett, auf dem ich immer geschlafen habe, bin ich durchs Weltall geflogen. Ich saß auf meiner Liege und bin durchs Weltall geflogen. Und das Schlimme in diesem Traum war, es gab keinen Bezugspunkt mehr. Dieses Alleinsein habe ich gespürt. Ein Raumschiff fliegt doch normalerweise um einen Planeten. Nicht? Und dann hast du noch den Planeten, den du umkreist, deinen Heimatplaneten oder du siehst die Sonne. Aber ich bin mit meinem Bett durch das Weltall geflogen. Erstaunlicherweise habe ich nicht gefroren und ich konnte atmen. Und ich lag wirklich auf meinem Bett und guckte nach oben und sah in weiter Ferne so die Sterne funkeln, so als würdest du von der Erde in den Himmel gucken. Und das war dann auch links neben mir so, rechts neben mir so. Und dann habe ich über die Bettkante geguckt und auch unter mir ging das in die Unendlichkeit. Da war nichts, kein Bezugpunkt. Nichts mehr war da und ich habe dann, auf einmal fing das Bett so an zu schwanken und ich habe mich festgekrallt. Ah, ich will nicht stürzen. Solche Träume hatte ich. Boah. Und irgendwie war das so fantastisch. Vielleicht wurde ich auch süchtig nach diesen Träumen, denn ich habe das Rohypnol dann immer sehr hochdosiert genommen und dann ein paar Tage nicht. Ne? Dann, wenn die Situation wieder unerträglich war und der Frust über meine Situation wieder durchsickerte, wo ich eigentlich gelandet bin, ne? Auf dem Grund des Lebens eigentlich. Ne? Dann gab es wieder zum Nachtisch Rohypnol. Das ging eine ganze Zeit so. Ne? Und viel gedacht habe ich auch nicht. Also haben mich diese Tabletten eigentlich irgendwie eingefroren. Vielleicht haben die auch den Wunsch eingefroren, jetzt dringend unbedingt einen Suizidversuch nochmal zu starten. Denn ich konnte durch diese Rezepte waren ja Privatrezepte, die waren einen Monat gültig und nach einem Monat konnte sie sich nicht mehr einlösen. Da brauchte es ein neues Rezept. Und ich bin ja immer fleißig zu meinem Arzt gegangen. Das war mein Drogenlieferant, der hat mir die immer ausgestellt, nicht? Das Rohypnol, weil er auch das Vertrauen hat, der macht keinen Scheiß, der kommt ja immer wieder in meine Praxis. Wir haben dann noch ein paar andere Untersuchungen gemacht. Und er fragt immer, und wie geht's Ihnen? Ich sage, ja, ich nehme die sehr selten, es hilft und ich kümmere mich jetzt vielleicht auch um andere therapeutische Maßnahmen. So hatte ich ihn quasi, ich kriegte jeden Monat ein neues Rohypnol-Rezept.